Viele Menschen schauen uns an und fragen uns, wie es kommt, dass wir so wahnsinnig gesund aussehen, immer. Und das trotz unseres unglaublich stressigen Musikerlebens. Wir sind ja wirklich sehr viel unterwegs. Wir haben ungefähr 120 Konzerte im Jahr in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Und müssen viel üben natürlich zu Hause, müssen sehr viel Sport machen auch. Und okay, das war gelogen. Aber müssen sehr viel üben und müssen CDs aufnehmen und so weiter. Haben einen sehr stressigen Job. Und das ist natürlich dann durchaus, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, eine Frage, wie schafft man es, sich dann fit zu halten? Wie schafft man es, diesen Belastungen standzuhalten und trotzdem noch irgendwie auch die Freude an der ganzen Sache zu bewahren? Und wir haben ein Rezept gefunden, das einfach sehr, sehr gut funktioniert und das sehr empfehlenswert ist. Und wir haben uns gedacht, wir wollen die Leute nicht nur unterhalten und Spaß machen, sondern ihnen auch ein bisschen was Gutes mit auf den Weg geben, dass sie was lernen, was ihr eigenes Leben vielleicht bereichern kann. Und deswegen verraten wir Ihnen jetzt im Folgenden unser ganz persönliches Gesundheitsgeheimnis. Manchmal kann ich kaum noch gehen, doch es gibt ja Voltaren. Hab ich Wunden an den Zehen, nehm ich auch noch Bepanthen. Oft dreht sich mein Magen um, ich nehm zwei Imodium, weil das an den Nerven zerrt, schluck ich Baldrian ins Blatt. Hab ne leichte Diabetes, doch mit Insulin, da geht es, die Erkältung bin ich leid. Ich nehm nachts Rick Medi-Night, bleib ich trotzdem Bettenwälzer, nehm ich noch zwei Alka-Seltzer, dass ich abends gern was trink. Ist egal, dann kann nur trink, aber sonst gesund, alles läuft soweit ganz rund. Hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund, aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mit Kunterbund meine Pillen in den Schlund. Herpes ist für mich ein Klacks, denn ich hab ja Zovirax. Allergien sind auch im Spiel, nicht mehr lang, dank Phoenix-Deal. Die Verstopfung ist egal, habe ja Laxoberal. Nehme Lemozin für den Hals, gegen Sodbrenn pulverig Salz. Ich hab selten echte Schmerzen, dank der Kraft der Doppelherzen. Fühl mich meistens pudelwohl, wegen Paracetamol. Weil ich seit ich nicht mehr rauche, nur noch Nikorette brauche, nehm ich kaum noch Morphium, nur mal abends Valium. Aber sonst gesund, alles läuft soweit ganz rund. Hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund, aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mir Kunterbund meine Pillen in den Schluss. Komme ich, was ich nicht glaube, eines Tages unter die Haube, muss die Herzensdame mein Apothekerin sein. Sie hat umsonst Medikamente, bringt mich locker bis zur Rente und sie sorgt auch abends spät für genug Stabilität. Aber sonst gesund, alles läuft soweit ganz rund, hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund, aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mir kunterbunt meine Pillen in den Schlund. Aber sonst gesund, alles läuft so weit ganz rund, hab ich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund. Aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mir kunterbunt meine Pillen in den Schlund. Ist mein Leben mal zu Ende, falte ich getrost die Hände, weil ich meine Seele meinem Schöpfer anempfehle. Die körperlichen Überreste gehen dann, das ist das Beste, mit einem freundlichen Vermerk, gleich zurück ans Bayerwerk.